Hallo, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Link's Awakening hier auf der guten alten Switch. Ich weiß wieder, beziehungsweise jetzt, ich gebe es ja zu, ich habe nochmal nachgeguckt, woran es liegt, dass hier noch eine Muschel losgeht. Falsches Haus. Egal. Warum die Muschel bei der Ziege Christine, der Muscheldetektor bei der Ziege Christine noch losgeht? Ganz einfach, ich habe es nur wieder komplett vergessen. Du hast meinen Brief beim lieben Dr. Wright abgeliefert. Das bedeutet mir viel. Zunab gebe ich dir diese Muschel. Danke. Fehlen noch... Also für die einzige Belohnung, die sich jetzt tatsächlich noch lohnt, fehlen noch 15 tatsächlich. 15 Muscheln brauchen wir noch und dann ist der Rest halt wieder komplett irrelevant. Aber dafür muss ich dann halt auch unter anderem zum Beispiel noch mit Boris da was machen und... Naja, ich glaube hier oben die Höhle war Enterhaken-mäßig unterwegs. Ja, mir fehlen die Worte ein bisschen. Hohahaha. Ja, ist sie. Wir müssen besser springen lernen. Das, wäre von Vorteil, wenn ich das besser drauf hätte. Habe ich aber nicht. Streckenweise. So, wir müssen einmal den Felsen da wegsprengen. Wunderschön allerdings, ne? Also es macht puff. Das Ding ist weg. Wir hauen das Ding da runter. Sind glücklich, dass wir wieder einen Mord begangen haben. Rüber. Wunderbar. Einfache Sache. Ja, wie gesagt, dieser Part... ich könnte halt versuchen mit euch direkt schon... Oder was heißt könnte versuchen? Ich könnte direkt in den nächsten Dungeon rein, aber... wir haben halt jetzt eine Menge Utensilien bekommen. Mit dem Schwimmen und dem Enterhaken etc. Dass wir... eine Menge erkunden gehen können. Warum kann man hier hingehen? Das habe ich, glaube ich, schon mal gefragt, aber es verwirrt mich immer wieder. Naja. So. Wir werden heute auch... Ich habe mich entschieden, wir machen es on camera. Zumindest einmal. Wir können jetzt auch dazu übergehen, bei Boris, der irgendwo wohnt. Ich glaube, das ist Boris Kammer, ne? Ja. Hütte. Entschuldigt mich, es ist eine Hütte, es ist keine Kammer. Kammer klingt so ein bisschen... bisschen unnett sozusagen, ne? Eigentlich ist die einzige Karte, die ich ja wirklich gerne hätte, die, ne? Immer nur anzeigen, wo habe ich die Muscheln, wo habe ich keine Muscheln. Und dann geht's mir gut. Egal. Laufe ich nicht? Ne, wir laufen nicht. Die Entscheidung kommt ein bisschen spät von mir, aber naja. Aber wir haben halt unter anderem Boris vor, weil auch da wieder es gibt... Also zumindest mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gab es bei ihm mindestens eine Zaubermuschel zu holen und die brauchen wir für unsere Gesamtmuschel-Collection. Zum anderen bin ich mir ziemlich sicher, es gab Herzteile bei ihm, was es natürlich dann im Original nicht gab, was ich sehr befürworte. Oh, Gesellschaft ist mir immer willkommen. Du siehst aus, als hättest du eine Menge erlebt. Setz dich und erzähl mir davon. Holla, das ist ja meine Geschichte. Oh, du hast einen neuen Kammerstein. Lass mich da auch schnell eine Kammer machen. Kammer. Nichtsdestotrotz, ich hasse das irgendwie. Also... Hassen ist vielleicht fast schon zu viel gesagt, aber ich bin kein Freund davon. Wie gesagt, ich versuche dann immer einen möglichst einfachen Dungeon zu bauen, damit ich bloß nicht lange da rumeiern muss. So, wir brauchen einen Dungeon-Anfang. Wir brauchen einen Boss. Und jetzt hätten wir halt alle Bosse, die wir bisher gesehen haben. Rein theoretisch wäre unter Umständen fast schon dieser Blubber-Heini am einfachsten, aber
Das ist halt immer so, nein. Will ich nicht. Ich glaube, das ist erlaubt, was ich da gerade mache. Ist vielleicht tatsächlich besser, wenn ich das da drauf klatsche. Ist jetzt nicht ganz das, was ich machen wollte, aber ist auch im Prinzip egal. Dann brauchen wir so einen Raum. Ja, nein, aber definitiv kein mit einem Stahlforstmeister. Ich bin bescheuert. Wo kommen wir denn da hin, wenn ich doch gegen den wieder kämpfen muss? Nein, 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 nein. Ich glaube, das geht. Glaube ich. Na, ihr werdet halt sehen, dass ich quasi, wenn ich kann, in Anführungszeichen, immer den einfachsten Weg nehme, damit. Naja, gut, auch fein. Ich ist jetzt nicht mein Traumdungeon, aber naja. Das Traurige ist natürlich, wenn ich so einen Dungeon baue, wie ich ihn jetzt gebaut habe, dann kann ich ja niemanden dafür hassen, außer mich selbst. Das macht es halt nicht wirklich besser. Aber naja. So. Ja, im besten Fall hätte ich jetzt halt keinen Miniboss aber eingebaut, weil dann. Wobei der geht ja noch, seit ich mit euch ja erfahren habe, dass ich im Prinzip hier über den drüber springen kann. Ist das ja hier eigentlich mehr so eine. Ein Scheinkampf, wenn man so will. Ich könnte zwar immer noch drauf verzichten, ja, aber naja. Ich hätte aber so gar keinen Bock gegen mich nicht zu kämpfen, ne? Er ist gerade eher so, nein, nicht der schon wieder, hat mich hier raus, ah! Rückwärts, rückwärts ist gut, rückwärts kriegt er mich nie. Ah ja, das ist ein toller Kampf, also unfassbar, richtig. Es ist immer noch dasselbe Rätsel. Tatsache. Au. Ich will doch nur dich töten, Langohr. Das ist halt das, was ich hieran irgendwie nicht mag. Ne? Man kennt die ganzen Räume schon. Man sucht sich den Endboss aus, den man da haben will. Also, ich weiß nicht. Jeder wie er mag, aber ne. Wenigstens laufe ich den Raum rückwärts. Wobei, ich kann jetzt nicht sagen, dass das ein schlimmes Rätsel gewesen wäre. Aber ne, ihr versteht, was ich meine. Ist halt alles ein bisschen. Ach, wofür ist das? Für wen ist das? Ich weiß gar nicht mehr, ob man die Dinger hochladen konnte oder sowas, aber. Gibt es halt wirklich Leute, die sagen: Yo, also. Ich hätte jetzt nochmal richtig Bock, den Dungeon von jemand anderem zu spielen. Und bin mal gespannt, welchen der Bosse sie sich ausgesucht haben, gegen den ich dann kämpfen darf oder so. Ich verstehe es halt nicht. Aber ich bin halt höchstwahrscheinlich einfach nicht die Zielgruppe dafür.
Wenn es halt nur darum gehen würde, Dinger zu bauen, wäre das okay. Tut es aber nicht. Geil. Kammer verbinden. Cool. Wir beginnen den Dungeon hier. Wir haben dann... Na, schade, im Moment habe ich so einen Raum. Ja, okay. Wir beginnen den Dungeon hier. Offensichtlich. Habt ihr schon Spaß? Ich hoffe es für euch. Das ist ein doofer... Ja, der geht. Der ist okay. So, dann kommen wir hier raus. Dementsprechend kommen wir hier rein. Wir können... wieder daraus den Boss machen. Das ist wunderschön und erlaubt. Und dann gibt es noch... ja, das ist okay. Nehmen wir den hier. Und schon ist der Dungeon fertig. Wow! Ich hasse diesen Part. Also, eins der guten Dinge ist, ne, ich muss mir nicht... Ich weiß gar nicht, ob es als offizieller Tod gilt, wenn ich in diesem Dungeon als solchen sterbe, aber... Ich mache mir da jetzt mal erstmal keinen Kopf drum, ne? Der Punkt ist halt, erstmal müssen wir hier nur immer durchkommen und gucken. Wie gesagt, also was ich immer mache, ist wirklich gucken, dass ich den möglichst kürzesten Dungeon aus dem ganzen Ding rausbaue. Problem hintenrum ist, Boris wird anfangen, Dungeons gebaut haben zu wollen, bei denen dann tatsächlich... eine, ich nenne es mal, große Fläche vorgegeben ist, die man füllen muss. Und dann ist man da halt immer gucken, ne, möglichst kurz und so weiter und so fort. Ne, ist dann manchmal nicht ganz so einfach. Aber naja. Wow. Das ist der große Schlüssel, hätte ich nicht erwartet. Wie gesagt, kein Fan davon, aber Sims-Spieler oder so vielleicht, keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Ich glaube übrigens, den Raum da gerade eben haben wir nie gesehen, weil ich beim Wasserboss nie runtergefallen bin. Ich glaube, das wäre der Raum gewesen oder so. Obwohl, das macht keinen Sinn, dann gibt es da zwei Treppen dann. Ach, ich habe doch keine Ahnung. Ich bin doch nur ein dummer Junge, der einen Zelda-LP versucht zu machen. Und dabei noch versucht, witzig zu sein. Also eine ganz schlechte Kombination. In gewisser Weise. Ja. Aber ja, das gehört halt mit dazu. Einzig Positiv ist, ich kann ein bisschen rücksichtsloser spielen. Ne? Wenn ich getroffen werde, ja, wen interessiert's? Vielleicht werde ich auch immer nur 1, 2, 3 Dungeons hier spielen, damit wir nicht alle geistig aus den Latschen kippen. Es ist halt nur jedes Mal, wenn man hier spielt und er mir dann einfach nur so einen Stein gibt. Na, da haben wir... Ihr seht, was ich meine, ne? Da, jetzt kommen wir schon zu sowas. Erfülltes Herz. Das ist so, jetzt bau den Dungeon so, dass alles voll damit ist. Und das ist... Ich mag es halt nicht. Ich mag es einfach nicht. Was man natürlich machen kann, ist... zu gucken, dass man... möglichst einen Dungeon baut, der zwar verbunden ist, aber komplett nutzlos, in Anführungszeichen. Das geht halt auch, ne? Es geht ja nur darum...
dass der Dungeon in Anführungszeichen oder das Stückchen erreichbar sein muss. Das heißt, wenn ich also zum Beispiel sowas hier baue, dann ist diese Treppe zum Beispiel verbunden. Das heißt, ich brauche da theoretisch niemals reingehen. Oder ich kann hier diese Treppe nehmen und dann diese Treppe. Gucke nach, die sind verbunden. Gut, das ist jetzt allerdings ein dämlicher Stein, den ich da gelegt habe. Ihr versteht, was ich meine. Na, so der Grundgedanke ist halt relativ simpel, sage ich jetzt mal. Ich könnte allerdings, oder? Ich könnte so einen da hinsetzen und dann... So ein, das ist okay. Ah ja, ich liebe es. ich liebe es. Es ist nichts, was ich gerne mache. So leid mir das halt tut. So, damit ist dieser Teil des Dungeons fertig. Wir brauchen noch eine Treppe rein theoretisch. Die können wir... Wir können ja... das hier machen, dann ist das Ding... Oder? Ihn als Zwischenboss einsetzen. Wow. Oder... einfach so machen. Ja, viel besser. Und dann endet dieser Raum... Oh, dann will ich aber so einen Zwischenboss nicht... Und schon haben wir wieder diese Überlegung, na, will ich das nicht? Nein, nicht unbedingt. Hier brauchen wir auf jeden Fall sowas hier. Da fange ich schon langsam an mit meiner Verzweiflung, weil ich möglichst einfach gestalten will, aber nicht viele Teile habe oder nicht so viele Teile, dass ich sagen würde, ja, jetzt ist okay oder eben ist zu viel. Aber naja. Habe ich natürlich wieder nicht. Ich brauche noch irgendwo eine Treppe. Eine Treppe brauche ich. Dann können wir eigentlich, oder? Die können wir nehmen. Die führt dann hier hin, wo keine Sau hin will. Und dann... Achso, Moment. Das ist nur so ein Ding. Dann bräuchte ich allerdings... Das muss dann nochmal weg. Dann bräuchten wir hier einen ganzen Vierteiler, habe ich leider nicht. Dann muss das nochmal weichen. Das muss weichen. Da haben wir schon wieder diese Problematik. Ne, ich hasse es. Machen wir das weg. Machen wir das da rein. Dann machen wir... Ah, scheißegal, wie viele Schatzdrohnen auf dem Weg sind. Solange ich halt auf dem Weg... Upsa. Alles einsammeln kann, passt das. So, wir müssen jetzt hier nämlich nach rechts gehen, hier nach oben und fertig sind wir. Easy. Kriege ich was dafür? Wahrscheinlich. Mache ich noch mehr von diesen Dingern in diesem Part? Nein. Ich werde die versuchen, ein bisschen einzustreuen, weil es nun mal...
ich sag mal, Rätsel sind oder Belohnungen sind, die wir hier bekommen. Und ich möchte möglichst alles zeigen. Aber ich bin auch ganz ehrlich, zur selben Zeit habe ich tatsächlich einfach komplett vergessen, dass der ganze Mist hier in dem Spiel existiert. Ja. Und ich wünschte, ich hätte es nicht vergessen. Aber ich hab's vergessen. Aber ich zeige euch trotzdem gleich auch noch ein bisschen was anderes, hoffentlich. Man kann seine Augen noch sehen, diese Verzweiflung in ihnen, während er da hinunterfällt. In der Zeit eingefroren. Und dann auf dem Boden aufklatschend. Tja. Also ich weiß... Ich glaube, ich werde es so machen. So, wir haben jetzt... Ich habe jetzt anhand von diesem Herz einmal gezeigt, diese Problematik, die sich ergibt dadurch, wenn man festgelegte Dungeons oder festgelegte Räumlichkeiten legen muss. Also es wurde ja festgelegt, es muss ein Herz werden. Das haben wir gemacht. Ihr habt gesehen, wie ich ein Herz gebaut habe. Richtig toll. Alle so, boah, ja, geil. Ich werde die Dungeons, die jetzt nach diesem tollen Tag, den ihr jetzt mit mir im Dungeon Maker, im Zelda Link's Awakening Maker verbracht habt, werde ich diese Dungeons vorbereiten für den nächsten Part. Alle, die jetzt noch als Herausforderung da sind. Also ich sollte sagen, für den nächsten Part, in dem wir halt uns tatsächlich um diese Dungeons kümmern. Das verschwendet dann nicht meine Zeit und verschwendet nicht eure Zeit, hoffe ich. Ich denke, das ist ein guter Kompromiss dafür. Und was ich dann gebaut habe, können wir uns dann ansehen. Und warum ich es gebaut habe, wie ich es gebaut habe, kann ich dann erklären. Aber ja. Schön in den Sägeblätternamen stehen, aber egal. Ah, oh, wow, den Boss kenne ich noch gar nicht. Ist doch großartig, nicht wahr? Ja. Naja. Anyway. Ist der letzte Dungeon für heute. Ich hoffe, es gibt dafür eine gute Belohnung. Mal gucken. Wie gesagt, den Rest dann ein andermal. Ich find's halt... Ich persönlich find's nicht sonderlich interessant. Aber ja. Zaubermuschel. Yay. Ein Herz von okay, oder so. Ein Herzteil noch dazu. Wunderbar. Da sind wir bei 2 von 4. Und er wieder so... ja. Na, wir können jetzt, nur um es mal gezeigt zu haben, jetzt haben wir, das Paket ist fertig, jetzt haben wir Bombenlos und Schlüsseljagd und Schatzkammer. Und das hier ist, glaube ich, halt tatsächlich einfach nur, bau dir deinen eigenen Dungeon, wenn du Bock drauf hast. Ich glaube, es war es das, Moment. Ja, genau, das war das. Könnt ihr euch vorstellen zu sagen... Yo, Kumpel, ey, ich komm auch rüber hier mit meinem Link-Amiibo und dann kannst du meinen Dungeon spielen, Bro. Ist das nicht voll cool, Kumpel Lino? Ich weiß halt nicht. Na, ihr könnt mir ruhig schreiben, ob ich ein nerviger Sack bin, der halt einfach keine Lust auf sowas hat, aber ja... Höchstwahrscheinlich bin ich das. Wo ist... Kann ich das auf der Karte nicht sehen? Ich suche eigentlich was ganz Bestimmtes, sehe es aber nicht. Ich glaube, das ist hier. Dann ist es wahrscheinlich am einfachsten, tatsächlich da lang zu laufen. Ich möchte wenigstens noch ein paar Kleinigkeiten mit euch machen in diesem Video. Abgesehen von Boris und seinem tollen Dungeomatic. Was war hier drin? Ist übrigens so ein... Yeah.
Wenn das mal kein gutes Gameplay von mir war. Hier wäre auch eigentlich der Enterhaken ganz gut, wie man jetzt gerade gesehen hat. Ja, das ist keine Abkürzung gewesen, aber ist egal. Ich würde ja gerne sagen, war auch nicht Sinn der Sache, aber war schon irgendwie. Naja. Ich kann mit einem Stein auf den Kopf runterklettern, das wusste ich wiederum nicht, aber gut zu wissen. Eine zu weit rechts. Aber das macht nichts. So. Nach vielen Umwegen und nervigen Dungeon-Gedöse und nur Beschwerden von mir. Alle schon ausgeschaltet wahrscheinlich, aber jetzt kommt das richtig gute Zeug. Komm hier rüber. Hier geht's los, da runter. So. Hier entlang. Dort entlang. Hier entlang. Noch ein Loch, das ist aber nicht sehr nett. Ah. Hier entlang. Noch ein Loch, meine Güte, ey. Also, wer auch immer dieses Schild aufgestellt hat, ist ein ganz schön gemeiner Kerl. Hier entlang. Dort entlang. Ja, jetzt haben wir es aber weit, oder? Oder? Okay, cool. Na gut, links. Links finde ich sowieso gut. Klingt halt fast wie Link. Jetzt aber. Ja, reicht aber langsam hier. Na gut. Den noch weg. Geh bitte nach links. Toll, du hast es geschafft. Jetzt musst du nur noch die Treppe runter. Ich finde es ja schon ganz cool, dass halt das Wasser da tatsächlich einfach mit absinkt. Weil das halt Sinn macht. In gewisser Weise zumindest. Quack, ich bin Ward, der Musikfrosch. Aber das weißt du ja. Willst du unsere neueste Komposition hören? Es kostet dich nur lächerliche 300 Rubine. Wie sieht's aus? Lass hören, Bro. Das war echt heiß. Danke, danke, vielen Dank. Wunderbares Publikum, keine Zugaben. Quack! Du hast den Krötenrap gelernt. Jeder, der ihn hört, wird sofort munter, selbst leblose Gegenstände. Spielst du diese Melodie, wird sich manches in deiner Umgebung etwas lebendiger fühlen. Oh, ich glaube, ich habe eine gute Idee, wie ich an eine Muschel komme, die ich vergessen habe. Anyway. Das war das. Man könnte jetzt meinen, das wäre optional, ist es aber nicht. Erstaunlicherweise. Es ist halt nur optional jetzt sozusagen. Also in dem Moment jetzt hier, gerade wo wir es gemacht haben, ist es komplett optionaler Schwachsinn. Aber hey, ihr kennt mich. Ich liebe optionalen Schwachsinn. Von daher kann man das mal machen. Wie teuer bist du? 10? War das 10? Ja. Wenn ich schon dabei bin. Na, deutlich einfacher, das zu machen. Was wir jetzt allerdings auch noch machen können, bevor ich diesen Part hier grundsätzlich beende. Ihr seht, jetzt leuchtet das Wasser hier. Mittlerer Köder ist, glaube ich, okay. Wenn wir jetzt hier reingucken in den See,
Ist da ein Blooper? Komm schon, Blooper. Nein. Ich weiß nicht mehr, wie man einen Blooper richtig angeht. Das ist nicht gut. Hätte ich nochmal hoppen, während du hier rumguckst? Nein, du haust gerade ab. Das ist nicht schön. Ich weiß nicht, ob es jetzt besser wäre, das Ding nochmal zu verlassen oder auch nicht. Das ist ein großer Bocken da, meine Güte. Naja. Punkt ist jedenfalls, jetzt können wir die hier auch angeln und es gab, glaube ich, ein Kammerstück oder sowas. Nicht super. Oder eine Zaubermuschel könnte auch gewesen sein. Irgendwie so. Wow, locker 20 Rubine ist ja der Hammer. Ich bin bloß nicht zu viel für meine Fische. Gehen wir denn da hin? Der ist noch größer als der letzte. Ja, 23 Rubine, hey. Ja, könnte es sein, dass ich nochmal rausgehen muss dafür, damit ein Blooper auftaucht. Komm schon, du willst mich doch auch essen, Fisch. Esch den Köder. Esch ihn. Gegessen. Da ist er. Nein. Na, mal gucken, ob er jetzt spawnt. Wenn nicht, lasse ich das fürs Erste. Punkt ist jedenfalls, in dem Moment, wo wir das Fischmaul erledigt haben, da. Das ist der Moment, an dem das hier triggert. Wo ist denn das Problem? Ja, jetzt mache ich es jedenfalls besser. Das Muster eines Bloopers ist aber auch merkwürdig. Ich liebe es. Ist das der Fotoknopf? Ja, ja. Das ist ein Blooper gefangen. Normalerweise läuft das andersherum. So was, 95,97 cm. Ein richtiger Brocken von einem Fisch. Lass mich in meinem Geldbeutel nach einer schönen Belohnung fischen. Was sagst du zu 50 Rubinen? Ein Blooper, was? Dafür gebe ich dir einen neuen Köder. Du hast den schweren Köder erhalten, genau richtig für die Fische, die sich an den ganz tiefen Stellen herumtreiben. Köder wechseln. Na, nur um das mal zu zeigen. Schwerer Köder. Der geht halt nach unten ab wie Schmidts Katze, wenn man so will. Ich könnte allerdings jetzt mal eben gucken. Unabhängig davon. Unabhängig davon, dass wir den Blooper schon gefangen haben. Spawnte jetzt das andere? Ich habe keine Ahnung, wie das... Oder ob der dann reine Glückssache war. Es kann halt ein Cheap Cheap spawnen. Ah, jetzt habe ich sein Interesse verloren. Naja. Ups.
eines Tages, da habe ich einen Cheap-Cheap. Oder ich reich's nach. Ich werde es wahrscheinlich einfach nachreichen. Wenn er jetzt nicht gleich per Zufall hier sich zeigt, dann reiche ich den nach. So interessant ist halt Angeln in dem Spiel hier grundsätzlich eh nie gewesen. Davon mal ab. Aber... ich muss es ja nicht übertreiben. Ich angel den jetzt einmal leer in der Hoffnung, dass der Cheap Cheap spawnt. Na komm, hör auf mich zu verkackern und beiß an. Mein Fisch. Du wirst mein sein, Viech. Irgendwann heute noch. So. Karamba. Wunderschön. Nochmal ein Fisch. 26 Rubine wert. Noch kein Cheap Cheap in Sicht. Nicht weit genug, aber den da unten könnten wir kriegen. Das ist kein Cheap Cheap, der da neu reinkommt. Das ist nicht gut. Ich werde den Cheap Cheap wohl einfach nachreichen. Das macht mit am meisten Sinn. Nehme ich an. Ich werde jetzt einmal alle Sprotten hier noch erledigen, weil wir sie jetzt noch nicht nochmal geangelt hatten und dann... wird das zumindest gewesen sein. Der Part ist auch wieder viel, viel zu lang. Der gute alte Boris, der mich einfach nur Zeit und Nerven kostet, ey. Man sollte meinen, so eine weit entfernte Sprotte hätte irgendwas Interessantes, ne? Aber nö. Das ist eine ziemlich große Sprotte, aber... also der da gerade neu reingekommen ist, aber... nein. Bei dem hier zum Beispiel haben wir jetzt sogar einfach Verlust gemacht, weil es nur ein Zehner... also es kostet mich einen Zehner zu angeln. Und der gibt mir nur 9. Das ist eine Tragödie, ist das. Kommt ein anderer großer. Tja, nein, das sieht aus, als müsste ich's nachreichen. Ich kann mich zwar ewig mit so einem Scheiß hier beschäftigen, aber das will ich euch nicht antun. Anyway, wahrscheinlich im Anschluss irgendwann mal hier dran. Ja, ich weiß, mein Controller ist auch, liegt auch im Sterben. Wahrscheinlich gibt's im Anschluss an dieses Video... ich nehme alles zurück, ich mache hier ein mega langes Video und ihr werdet es lieben. Weil wir danach auch fertig sind mit dem Angeln, nie wieder angeln. Ich verspreche es für dieses Projekt, wohlgemerkt. Da haben wir einen Cheap Cheap, na geht doch. Wow. Okay. Du hast einen Cheap Cheap gefangen. Seit wann treiben sich denn die in diesem Gewässer herum? Sowas, ein richtiger Brocken, kein schlechter Fang. Nanu, hat der Cheap Cheap was im Maul? Du hast eine Zaubermuschel erhalten. Und das war's. Nie wieder angeln. Part mega lang und... ich meine, gut, wir haben schon mal wieder ein bisschen vorgearbeitet, haben noch eine Muschel, es fehlen nur noch 13. Das Ding hier ist jetzt auch offen. Das Tauschgeschäft ist komplett fertig.
War okay. Es dauert halt nur mit dem Angeln etwas. Es tut mir sehr leid. Nebenbei bemerkt, Glücksspiel? Ja, noch eine Runde Glücksspiel? Ja, komm. Also, nein. Aha, ein Blooper. Aber ja. 100% in diesem Spiel, ich sag mal, sind ein bisschen anders, als sie es halt damals auf dem Gameboy gewesen wären. Einfach nur, wie man ja schon merkt, ne, dieses Angel-Minispiel allein. Nein, nein, nein. Das war nicht gut. Oh, jetzt wird es irgendwie nur noch schlimmer. Obwohl? Ja, nee, also irgendwie habe ich es nur schlimmer gemacht. Naja, funktioniert. Noch ein Blooper, damit es mir ein bisschen besser geht. Zauberpulver hat sich auch irgendwie entschieden, da jetzt so komisch drauf zu kippen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Beim nächsten Mal erkunden wir mehr Kukulint wahrscheinlich, bevor ich den 6. Dungeon anfange. Oder ich fange einfach den 6. Dungeon an. Außerhalb des Wassers wirkt er schon gleich nicht mehr so bedrohlich. Ich baue die Dungeons jedenfalls, wie gesagt, offscreen. Das tue ich euch nicht nochmal an. Ihr habt gesehen, worum es geht. Ihr habt gemerkt, warum mir das auf den Senkel geht, weil ich das echt nicht... Also ich persönlich finde es halt irgendwie nicht gut. Aber, naja, es gibt vielleicht den einen oder anderen bei euch, der wirklich sagt, jo, dieses Minispiel ist mein Leben, das liebe ich absolut, ich finde das total cool, Dungeons zu bauen. Ich weiß halt, mir ist zumindest nie einer begegnet, der gesagt hat, komm, ey, spiel mal meinen Dungeon. Es wäre natürlich umgedreht ganz witzig, wenn es tatsächlich jetzt Leute geben würde, die vorbeikommen bei mir und dann sagen, hey, hier, hast du... Mein Amiibo mit Dungeon, hey, immer her damit. Das wären extra Parts, die ich spielen würde. Aber ja, anyway. Wie wär's hier mit einem Blooper? Möchtest du einen Blooper? Der Part ist mir viel zu lang geworden, allein deswegen, aber naja. Da steht Komet drauf. Das hätte ich mir eigentlich denken können, dass da Komet drauf stehen wird. Anyway. Beim nächsten Mal können wir uns den Strand angucken gehen und wie gesagt ein bisschen noch die ganzen anderen Inselteile. Kleff, kleff. Hat's so schön gesagt. Bis zum nächsten Auch Mal. In den nächsten Tagen wird sich Link weiter durch die Insel Kukulint kämpfen. Und wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht ein Like zu hinterlassen im Video selbst. Abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen. Und ansonsten, tobt euch aus, wir haben hunderte von Videos hier auf diesem Kanal zusammengetragen und es kommen täglich mehr.